Herzlich willkommen bei Close to the Action. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und möchte mal so ein bisschen zurück in deine Kindheit gehen. War die denn auch schon so schauspielgeprägt? Nee. Meine, ja, ich meine, weiß, naja, vielleicht. Ich habe schon ein paar, ich habe drei Geschwister. Ein paar sind etwas dramatischer veranlagt als ich. Meine Mutter vielleicht auch. Also meine Eltern sind beide Psychologen. Und nee, also für mich war das war auch nie das, was ich wollte. Also ich bin ja tatsächlich in diesen Beruf reingerutscht und ich hatte immer ganz viele Interessen und wollte, so mit 15 habe ich gedacht, ich will Filme machen. Da kam halt gerade, ich komme ja aus Dänemark und da kam halt gerade ganz groß mit Lars von Trier und das ganze Dogma und so. Und das war halt irgendwie wahnsinnig spannend für mich, das so mitzuerleben. Und da habe ich gedacht, das will ich machen, ich will Filme machen, ich will Regisseurin werden. Und habe ich angefangen, Drehbücher zu schreiben. Und habe tatsächlich dann auch an Zentropa geschickt, die Produktionsfirma von Lars von Trier. Und hatte dann auch da einen Produzent, der war dann so mein Mentor, der hat immer alles gelesen, wir haben uns immer getroffen und geredet. Und der ist der Erste, der sagte, ich sollte mal spielen. Und zwar war das, weil wir in der Schule eine Theaterproduktion hatten und ich habe Regie geführt und ich habe mich dann so total ausgekotzt bei dem, so, ja, ey, so nervig. Und dann sage ich, sei doch mal sauer und dann macht der genau das Gleiche, dann sage ich, sei doch mal ein bisschen fröhlich und dann macht der genau das Gleiche. Und die tun überhaupt nicht, was ich sage und ich verstehe nicht, dass es so schwer ist. Und dann sagt er, naja, vielleicht hilft es dir, wenn du auch auf der Bühne stehst, dass du weißt, wie das ist, auf der anderen Seite zu sein. Dann kannst du besser mit den Schauspielern reden. Und dann habe ich angefangen, da war ich 17, glaube ich. Ja, 17 habe ich angefangen, für Jugendliche Theater zu machen in Kopenhagen. So einmal die Woche und ne, whatever, nichts Großartiges. Und dann habe ich irgendwie, das war auch typisch meine Mutter, die fand das immer ganz spannend oder fand es immer toll, wenn ihre Kinder was machen, was so in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, ist. Und die hat das da auch ziemlich gepusht und hat dann so, ja, guck mal hier, es gibt ein Kindertheater in Legoland und da kann man jetzt vorsprechen und so. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich da so Kindertheater gespielt und dann war ich auch schon 19. Dann wollte ich ein Jahr nach Berlin gehen, um herauszufinden, was ich machen will im Leben und so. Und habe meine ältere Schwester, die da gewohnt hat, hat mich dann in eine Komparsenagentur so reingekriegt, weil ich konnte ja noch kein Deutsch und dann ist es auch schwer zu arbeiten. Und die meinte, ja, da muss man nichts sagen, ist perfekt. Ich so, ja, okay, okay. Und da bin ich dann quasi entdeckt worden. So eigentlich so diese klassische Geschichte vom Entdecktwerden als Komparsen hinten. So, hallo. obwohl es gar nicht meine Absicht war. Also das ist dann einfach so passiert. Also es war jetzt nichts, was für mich präsent war als Kind oder wo ich jemals gedacht hatte, ich werde mal Schauspielerin. Kannst du diesen Moment nochmal Revue passieren lassen, wo du entdeckt worden bist als Komparsin? Naja, also es waren zweimal tatsächlich. Und das eine Mal hatte ich, da gab es irgendeine Jubiläumsfolge bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und deswegen gab es halt nicht nur, normalerweise kommst du ja als Komparsin, vor allem bei Soaps oder so, du kommst für einen Tag und dann bist du wieder weg. Und weil es aber diese besondere Folge war, dann haben wir an dieser einen Folge auch mehrere Tage gedreht, beziehungsweise mussten wir dann als Komparsen, da war die Kneipe ist eingestürzt, keine Ahnung, und es war alles in einem geschlossenen Raum und es mussten immer die gleichen sein. Und deswegen war ich dann, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Tage da. Und ich weiß es nicht, im Nachhinein haben mir mehrere Leute gesagt, es war deren Idee, mich dann sehen zu wollen. Also die Casterin hat mich dann irgendwann angerufen und wollte gerne, dass ich dann ein Casting quasi mache. Und ich glaube, das war der Junior-Producer oder so, der auch irgendwann später zu mir meinte, ja, ich habe die Kinderabnahme gesehen, habe gesagt, wer ist das da, die wollen wir mal sehen oder so, keine Ahnung. Und das hat dann nicht geklappt, weil mein Akzent auch noch sehr stark war. Und die meinten, ja, was
Was machen wir denn dann mit dir? Ja, ich meine, die haben ja diese ganzen Schüler und so, und da sind aber keine Eltern, die dazu passen, und das passt irgendwie gerade nicht, aber lass uns in Kontakt bleiben. Und ich so, ja, okay, whatever. Und dann habe ich danach bei einem Piloten für, ich weiß gar nicht, was das war, RTL oder keine Ahnung, wo ich Einsatz hatte. Also quasi Komparsin mit Text, ne, jetzt, oder Kleindarstellerin oder wie auch immer man das nennen mag. Und da hat mich der Schauspieler, Yasin Challa, vielen Dank, Yasin, das sage ich immer gerne, danke, danke, der meinte, und in welcher Agentur bist du? Und sage ich, nee, nee, ich bin ja hier nur Komparsin. Sagt er, ja, aber eigentlich bist du Schauspielerin. Und ich so, okay. Ja, wenn du so fragst, ja. Also wenn die Tür aufgeht, da gucke ich schon mal rein. Ja, also okay, ja. Und dann, ja, pass auf, dann ruf mal hier bei meiner Agentur morgen an und ich erzähle ihm von dir und so. Und ja, und dann hatte ich eine Agentur und ich glaube, 3, 4 Monate später hatte ich dann ein, ja, vielleicht ein halbes Jahr, hatte ich dann ein Casting für Verbotene Liebe, habe das gekriegt und dann war es das erstmal. Obwohl ich da ja auch noch gar nicht selber dachte, ich bin Schauspielerin. Ich habe ja, das nehme ich jetzt mit. Na, ich meine, ich habe davor mit meiner Komparserie, weiß ich nicht, 300 € im Monat verdient, wenn überhaupt. Ja, ich meine, damals war es auch billig in Berlin, da war die Miete ja auch nur 200 € und so. Aber dann habe ich da plötzlich ein richtiges Gehalt bekommen und dann dachte ich, ja, gut, okay, dann ist es so. Der erste Vertrag geht ja dann über 2 Jahre. Die Verlängerung habe ich dann selber verhandelt. Und dann habe ich halt irgendwann habe ich gesagt, okay, nee, also hier, das ist halt auch, dass das so ist, halt eben auch, ich glaube, wahrscheinlich wie bei normalen Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen mit den gleichen Menschen, die haben es wahrscheinlich auch, aber bei Film hast du es ja eigentlich nicht, dass man sich so lange sieht und sich so gut kennt und diese ganzen Intrigen, und ich fand das wahnsinnig anstrengend. Und irgendwann habe ich gesagt, das möchte ich einfach nicht mehr, rein persönlich möchte ich hier nicht bleiben. Und dann habe ich gekündigt oder quasi nicht verlängert, und hatte dann zufälligerweise 2 Wochen bevor ich da aufgehört habe, habe ich dann bei Sturm der Liebe dann ein Casting gehabt und dann dachte ich, naja gut, jetzt nochmal Soap, aber dadurch, dass es ja eine Telenovela war und es war die Hauptrolle, dachte ich, naja gut, okay, es ist schon mal noch was anderes, als einer von 20 Leuten zu sein, dann die Hauptrolle zu spielen. Ich meine, ich hatte 50 Szenen die Woche, das war schon anders, ja. Und das habe ich ja dann gemacht, klein, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Und dann habe ich aber auch gesagt, naja gut, wenn das alles ist, was ich drehen kann, dann muss ich diesen Job nicht machen. Weil, also da braucht man sich nichts vormachen. Was sehr spannend ist an dem Beruf, das Kreative, hat natürlich kaum Platz bei einer Daily. Also das ist nicht die Arbeit, die man da macht. Und dann dachte ich, das befriedigt mich jetzt nicht. Als ein sehr kreativer Mensch, dieses rein, raus, schnell, jeder Text wurde mal gesagt, irgendwie, auch egal wie und so, Hauptsache weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, also entweder ich drehe jetzt was Richtiges oder ich drehe einfach gar nicht mehr. Der Beruf des Schauspielers hat sich ja so über die Jahre sehr verändert. Hast du auch so eine Veränderung bemerkt? Also ich mache das jetzt 15 Jahre und ich weiß aus Erzählungen von etwas älteren Schauspielern, dass es ja quasi bis vor 20 Jahren sehr anders war. Da haben die Leute, nicht nur die Schauspieler, alle beim Film, auch die ganzen Techniker, die haben sich alle dumm und dämlich verdient, Punkt eins. Also es gab ganz viel Geld beim Film. Das war das eine, was sich stark verändert hat. Das ist vor allem ja ab dem Moment, wo klar war, dass Schauspieler rein technisch nicht auf Rechnung arbeiten dürfen, die müssen auf Lohnsteuerkarte arbeiten. Da hat sich viel verändert, rein finanziell in der Branche. Dann, je mehr die Deutschen drehen, desto schlechter, sag ich mal, werden auch die Bedingungen für die meisten Projekte. Da wird ja auch immer gedrückt, es muss immer billiger gemacht werden, billiger, billiger, billiger. Und manchmal kriegst du ja auch mit, dass das im Team, dass dann darüber diskutiert werden muss, ob die nach Tarif bezahlt werden. Wie absurd ist das denn? Also jemand unter Tarif zu bezahlen. Aber ich meine, ich habe das auch. Bei fast jedem Projekt die letzten 4 Jahre kriegst du eine Anfrage, ein Angebot, gehst zum Casting, whatever. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo sie sagen, ach, übrigens, Sondergage. Und dann sagst du, übrigens, wieso? Das ist kein Studentenfilm. Warum immer dieses Sonder? Ja, jeder arbeitet für weniger. Ich sage, ja, wieso muss das auch überhaupt sein? Also das ist so, das finde ich, hat sich in den letzten 5 Jahren krass so reingeschlichen. Ja, und eigentlich, das ist ja das Absurde, eigentlich geht es uns in dieser Branche sehr gut.
Und ich persönlich kann mich nicht beklagen. Ich habe definitiv genug zu tun. Ich habe eher das Gefühl, dass es mehr wird mit dem Alter als weniger. Also wo ja viele immer Angst haben und oder Kinder zu kriegen, hat man so Angst vor oder so. Mir hat das nur gut getan. Also ich glaube, bei mir war das eher so, dass vielleicht bestimmte Leute eher gedacht haben, ah ja, stimmt, die hat doch auch Kinder, die könnte doch auch eine Mutter spielen. Neben der Schauspielerei bist du ja auch noch sehr aktiv im Umweltschutz und setzt dich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein. Da hast du ja bestimmt auch die MeToo-Kampagne verfolgt. Wie ist so deine Meinung dazu? Ich habe mit einigen Menschen darüber gesprochen, sage ich jetzt nicht diskutiert, weil natürlich jeder erstmal sagt, ja klar, ist es gut und natürlich soll das den Frauen auch nicht so passieren und so. Und dann hast du aber ganz oft diesen Aber, jetzt es geht irgendwie auch zu weit oder irgendwie, ja, es ist auch so ein bisschen viel jetzt und wo ich dann sage, ja, aber ihr seid auch alle keine Frauen. Also ihr habt auch alle keine Ahnung, wie es ist, als Frau durchs Leben zu gehen. Und dieser Moment, ich meine, ich war 11 Jahre alt, habe ich angefangen, Brüste zu kriegen. Und plötzlich war ich Beute. Ne? So hat sich das angefühlt. Es war richtig unangenehm, dass diese für mich erwachsene Männer, die waren vielleicht 15, 16, so Jungs, plötzlich mich so angeguckt haben oder so, hey, Baby. Und das war einfach, es war nicht schön. Es hat mich in meiner Würde und in meinem privaten Raum gestört und eingeschränkt. Man muss überlegen, seit Tausende von Jahren wird die Frau unterdrückt. Physisch, emotional. Ich meine, selbst in Dänemark, wann durfte eine Frau stimmen? Irgendwann in den 70ern hat die Frau ein Stimmrecht bekommen. Also, es ist absurd. Und im Moment wird die Frau ja vor allem über die Sexualität unterdrückt. Und das ist eben auch dieses, ja, die Frau hat ein Recht, sexy zu sein und bla 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 bla. Klar, nur dass die Frau denkt, sie muss sexy sein, das ist ja der erste Fehler. Warum denkt die Frau, es bringt mir was, wenn Männer mich sexy finden? Das ist grundlegend als Mutter. Ich habe ein Mädchen und einen Junge. Und ich möchte, dass beide verstehen, dass es nicht wichtig ist, dass andere Menschen dich mögen und schon gar nicht wegen Äußerlichkeiten und schon gar nicht wegen Hormone. Das sind hormonelle Sachen. Und es ist krass, wie viel das steuert in der Welt. Also, und das ist nicht nur bei Männern natürlich, aber das ist ja die moderne Unterdrückung der Frau, ist ja durch die Sexualität. Ja, diese scheinbare Freiheit, die Frau darf alles tragen, die Frau darf ein wildes Sexualleben haben, die Frau, man darf auch Pornos drehen und man darf dies und das und jede Frau macht das, weil sie will und lalala. Ja, you fucking wish. Es stimmt einfach nicht. Und dafür ist diese Kampagne tatsächlich richtig gut, weil ich finde, es ist nicht schlimm. Ich verstehe das. Es gibt ja auch, natürlich gibt es auch Männer, die anders erzogen worden sind, die Frauen anders sehen, die auch da keinen großen Unterschied machen zwischen mir und einer Frau und wir sind alle Menschen und die nicht Frauen als Beute oder Möglichkeit immer sehen. So. Aber die meisten Männer schon. Und das erfährst du auch als junges Mädchen an einem Set. Also es wird respektlos mit dir umgegangen bis zum Get-No, weil du ein Mädchen bist. Du kriegst ja auch weniger Geld, weil du ein Mädchen bist, auch beim Film. Die Männer kriegen immer mehr Geld beim Film, auch die Schauspieler natürlich, weil sie Männer sind. Und das gehört alles zusammen. Das ist ja alles ein Teil von dieser Einstellung der Frau gegenüber, wie man sie behandeln darf. Und solange sie sich nicht genug wehrt, ist es schon in Ordnung. Und es stimmt einfach nicht. Und da finde ich schon in Ordnung, wenn der Mann als solche, als Gegenbewegung Angst hat. Ich habe ja schon, ich war mit 18, glaube ich, zweimal in eine Disse, habe gesagt, das brauche ich nicht, weil natürlich wirst du dann da angebaggert. Und dann sagst du, nee, danke. Dann wirst du beschimpft. Dann sagst du, was ist los? Was habe ich gemacht? Ich habe nur gesagt, nein. Dann wirst du erstmal beschimpft. Der kommt aber später nochmal und versucht es nochmal. Weil es ja auch oft funktioniert. Das ist ja rein psychologisch funktioniert. Nicht nur bei Frauen. Das funktioniert bei Menschen so. Das machen viele Erwachsene auch mit ihren Kindern. Muss man beobachten. Das ist eklig. Die merken es auch selber gar nicht. Das ist richtig widerlich. Du schimpfst mit dem Kind und dann bist du nett. Und dann ist das Kind so dankbar, dass du jetzt nicht mehr schimpfst, dass es dann alles tust, was du sagst. So funktionieren Menschen und so funktionieren auch viele Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Und es ist in der Regel, dann kommt immer, ja, aber es gibt auch Männer, die geschlagen werden und die, wo die Frauen, ja, in der Regel ist es aber nicht so. Es ist definitiv andersrum der Regelfall und Männer, die Frauen, die Männer
schlecht behandeln, also von wegen Gewalt oder auch psychischer Terror oder sowas, ist es definitiv weniger. Das braucht man gar nicht diskutieren. So wie auch mehr Mädchen missbraucht werden als Jungs. Heißt nicht, dass man die Jungs nicht beachtet, aber die Mädchen sind das größere Problem, weil einfach deutlich mehr davon, weiß ich nicht, 4-5-mal so viel, 10-mal so viel, ich weiß es gar nicht, aber es ist viel, viel, viel mehr als die Jungs. Und naja, deswegen finde ich ja diese ganze Kampagne, finde ich super. Ich finde das gut. Das, was ich natürlich hoffe oder was ich glaube, was alle Frauen sich daraus erhoffen, ist einen anderen Umgang miteinander. Und dass es auch nicht mehr so ist, dass man als Mann, ich meine, das hat mir auch schon mal jemand dann auch erzählt, wie die, also vor allem, wenn die so jung sind, und dann ist es ja auch nicht so, dass jeder von denen wirklich denkt, man müsste so über Frauen reden, aber so wird halt über Frauen gesprochen und dann macht man mit. Und da ist zum Beispiel auch so, ja, ja, dann hat sie erst Nein gesagt, aber dann habe ich nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwann hat sie sich nicht mehr gewehrt und dann ist es in Ordnung. Also ist es wirklich so? Ist es wirklich in Ordnung? Also ist es wirklich in Ordnung, eine Frau so oft zu küssen, bis sie irgendwann das Gefühl hat, sie kommt nicht drum herum? Ich meine, das passiert auch in Beziehungen ganz oft, das brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wie oft passiert das denn, dass der Mann sagt, ja, aber ich habe aber jetzt Bock, ich brauche das jetzt. Und dann sagt man als Frau so, ja, okay, ist nicht okay. Warum muss das sein? Warum braucht der Mann unbedingt diese Befriedigung? Geh ins Badezimmer, hol dir einen runter, lass mich in Ruhe. Ja, es geht dir jetzt oder so nicht um mich, weil ich habe gesagt, eigentlich will ich nicht. Also geht es nicht um das Zusammensein. Warum denken wir überhaupt, man muss ja wollen? Oder als Frau, man muss immer bereit sein. Deswegen musst du auch die Pille nehmen, damit ja immer jederzeit und nichts passieren kann oder nicht. Und nein, das ist Blödsinn. Warum muss es auch immer funktionieren können? Warum kann man nicht 3 Tage warten? Warum kann man nicht sagen, heute geht es mir schlecht, ich habe meine Tage. Oder wenn wir heute machen, dann haben wir ein Baby, dann lassen wir es lieber. Oder du musst vielleicht mal ein Kondom tragen. Warum bleibt das alles bei der Frau hängen? Und dabei verliert die Frau, wenn du mich fragst, ich habe ja auch lange die Pille genommen. Und immer habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich mache so viel Yoga und Meditation, dann nehme ich diese Pille. Das fühlt sich ganz komisch an. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich sofort auch gemerkt, wow, du hast eine ganz andere Beziehung zu dir und zu deinem Körper und auch zu deiner Gemütsschwankung, aber auch zu deinem Körper, wie der sich verändert innerhalb von einem Monat. Eine Frau ist nicht jeden Tag gleich. Und das ist natürlich auch schwierig, weil der Mann ist im Prinzip schon jeden Tag gleich. Der hat das ja nicht mehr. Der Mann hat, wenn er von Junge zu Mann geht, hat er große hormonelle Ausschüttung, es verändert sich ganz viel und er sieht auch ganz anders aus plötzlich, seine Stimme, whatever. Und die Frau geht ihr ganzes Leben und ist wirklich ja wie der Mond, immer innerhalb von einem Monat geht sie viele hormonelle Schwankungen durch, körperliche Veränderungen und auch emotionale. Und das ist okay. So, und das hat sie zu respektieren und er auch. Und dann hat man auch Beziehungen zwischen Mann und Frau, die wunderschön sind. Und wo auch ja Sachen entstehen können, die nicht nur eine Ejakulation oder ein Orgasmus ist, ja. Weil ganz ehrlich, darum geht es nicht im Leben. Aber warum geht es immer darum? Warum muss ich zum Set gehen und erstmal von allen Männern einmal angebaggert werden und allen einmal sagen, nein, 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 können wir jetzt arbeiten? Warum muss es immer darum gehen? Was ist denn los mit den Menschen, ja? Wo ich immer denke, du hast Frauenkind zu Hause, du hast Frauenkind zu Hause, dich kenne ich gar nicht, was willst du von mir? Also es ist einfach, und manchmal werden sie ja dann auch unangenehm. Ja, ich habe auch Kollegen, die dann plötzlich nicht gut mit mir spielen, weil ich gesagt habe, nö, danke, möchte ich nicht. Darum geht es in deinem Leben, ja, wo du deinen Pimmel hinstecken darfst, ist doch peinlich. Und dafür ist die Kampagne gut. Ein weiteres wichtiges Thema für dich ist auch Umweltschutz. Als Mutter von 2 Kindern, wie bringst du deinen Kindern das näher? Du meinst, wie die Kinder mir das näher bringen? Die Kinder wissen es oder so. Die Kinder wissen ganz genau, was für die Natur gut ist oder für die Tiere. Oder verstehen sofort, dass wenn man Plastik im Wald hinterlässt, ist es schlecht. Weil das wird dann nicht irgendwie abgebaut und dann könnten die Tiere das essen, würden Bauchschmerzen oder sterben. Oder also das ist jetzt für mich ist auch dieses Thema Umwelt oder Nachhaltigkeit, das ist gar kein Thema. Das ist einfach ein Teil vom für mich eine selbstverständliche Art zu leben. Also ich finde, alles andere ist irrsinnig, also nicht drüber nachzudenken. Ich finde halt, also das, was für mich, was ich einfach, ich mache das ja jetzt auch länger etwas aktiver, sag ich mal, in diese Richtung, vor allem auch was die Wirtschaft angeht und habe da viele Menschen kennengelernt von großen Firmen, also so richtige Firmen, sag ich jetzt mal. Und da merkst du halt, dass
Natürlich ist es wichtig, dass der Mensch im Einzelnen ein Bewusstsein einfach dafür hat, dass das, was er tut, eine Wirkung hat auf alles. Alles ist Ursache und Wirkung und die Wirkung ist wieder die Ursache für die nächste Wirkung, whatever, Buddhismus letztendlich. Und das ist auch im materiellen Leben so. Nur, was ich wirklich einfach verstanden habe und sehe, ist, was der einzelne Mensch wiederum tut zu Hause, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was die Firmen tun. Eine Leidenschaft neben der Schauspielerei für dich, du hast es auch schon ein bisschen durchblicken lassen, ist Yoga. Du gibst auch selber Kurse. Wie bist du drauf gekommen und hast du dich irgendwie persönlich verändert, seit du Yoga betreibst? Also erstens hoffe ich, dass wir uns alle persönlich verändern, egal was wir treiben. Ich finde es ganz traurig, wenn man sagen könnte, ach, vor 5 Jahren war ich genauso. Denk ich mal was? Wirklich? Ernsthaft? Nein, ne? Das ist ja... Das Glück, Mensch zu sein, ist ja letztendlich, dass man sich verändern darf und kann und tut. Und ich selber habe vor 20 Jahren das erste Mal Yoga gemacht. Also eben mit 15 habe ich angefangen, mich für die Welt, für das Leben zu interessieren. Habe die Bibel gelesen, den Koran, die Dhammapada und habe halt eben im Buddhismus ganz viel gefunden, was mich unterstützt hat. Und da habe ich halt auch angefangen, Yoga zu machen. Und dann habe ich, als ich dann anfing, Verbotene Liebe zu drehen, ich fand das halt sehr anstrengend. Und vor allem nicht das Arbeiten, aber das dahinter, das ganze Drama und diese, dass also Menschen so anstrengend sein können. Ja, ich fand das schon sehr hart. Und da habe ich gemeint, ich brauche irgendwas für mich, was mir gut tut und was mich wieder irgendwo in so eine Ruhe bringt. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht habe ich ja, dann mache ich jetzt, dass ich richtig tief reinkomme in diese Materie, mache ich jetzt eine Ausbildung zur Yogalehrerin. Nicht, weil ich unterrichten will, damit ich es einfach besser verstehe. Und da fing das so für mich an, glaube ich, dass es dann eben noch wichtiger wurde für mich persönlich. Ich habe dann gleich noch Level 2 gemacht und dann habe ich noch eine Ausbildung zur Kundalini-Yoga-Lehrerin gemacht und habe dann auch jahrelang nur Kundalini gemacht. Und das habe ich dann irgendwann auch angefangen zu unterrichten. Und das ist eben auch, also wo viele ja sagen, Schauspielerei, das ist so ein Beruf des Leidenschafts oder so. Das ist es für mich nicht. Das ist eine Arbeit, die ich sehr gerne tue. Die macht mir Spaß und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen kann. Und ich sage mittlerweile auch, ich bin Schauspielerin, seit ungefähr 5 Jahren betitel ich mich so und davor nicht. Immer so, ja, mal schauen. Genau. Meine Leidenschaft ist tatsächlich zu unterrichten, weil nicht, weil ich alles verstanden habe, ich habe einfach eigene persönliche Erfahrungen gemacht, die für mich sehr wichtig waren und die mir gut getan haben und ich möchte das teilen. Du warst kurz vor Weihnachten in Vietnam. Ist da ein neues Filmprojekt am Start? Ja, und zwar war ich letztes Jahr 2-mal in Vietnam, weil wir natürlich auch im Sommer gedreht haben und das sollte man nicht tun. Das ist zu warm. Ja. Das ist keine gute Idee. Nein, das ist ein Zweiteiler für die ARD, ich muss kurz überlegen, was ist das? Nee, ZDF ist das. Ein zweiter fürs ZDF, ein Sommer in Vietnam. Und das ist natürlich so ein bisschen schnulzig und romantisch mit Nikolai Kinski. Und da haben wir 5 Wochen, glaube ich, geschafft, das erste Mal. Und dann hatte ich einen Hitzeschlag. Und das ist auch so ein Ding, ja, weil ich meine, seitdem ich die Kinder habe, sage ich ganz oft beim Film, nee, das mache ich nicht. Weil man ganz oft beim Film mal schnell irgendwas machen soll, was eigentlich saugefährlich ist. So, und das ist, wo ich immer im Nachhinein denke, warum habe ich das? Das hätte so schief gehen können, ja. Und das mache ich alles nicht mehr, dachte ich. Und dann sitze ich aber da, ja, wir hatten 38 Grad, gefühlte 48, eine Luftfeuchtigkeit von 90-100% und so. Es war völlig absurd. Es arbeitet ja dann auch keiner, außer natürlich die blöden Deutschen, die dann auch noch mit dem Pensum, wie als wenn wir in Deutschland wären, ja, wo du denkst, ja klar, und wir drehen jetzt auch noch 8 Minuten, ne? So zack, 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 geht ja auch, du kannst dich ja gar nicht schnell bewegen. Und die ersten 4 Wochen waren noch okay, da waren wir auch noch am Meer, da hast du natürlich mehr Wind und Luft und es war auch nicht ganz so heiß, dann war Juni und noch Inland und dann war es einfach mal 10 Grad wärmer. Und dann haben wir da ja irrsinnig viel gedreht und schnell und zack und dann noch ein Auto, ein Spielauto ohne Aircondition. Ich weiß nicht, wie warm es da drin war, über 100 Grad oder so. Das war verrückt. Und irgendwann merke ich so, boah, mir ist irgendwie ein bisschen schlecht.
ein bisschen schwindelig und alle so, oh, Kreislauf. Ich so, ja, klar, Hitze, Kreislauf. Ja, in Deutschland, aber nicht in den Tropen, wo du einfach, ich meine, ich weiß gar nicht, was habe ich da getrunken, schon zu dem Zeitpunkt vielleicht 6, 7 Liter Wasser an dem Tag und trotzdem war ich ja dehydriert. Und das ging dann den ganzen Tag immer weiter, wurde immer schlimmer und irgendwann habe ich gesagt, das war's für heute. Ich kann überhaupt nichts mehr und ich sah auch ganz schlimm aus, knallrot und so komisch aufgequollen und so. Und im Nachhinein dann irgendwie zu verstehen, was ein Hitzeschlag überhaupt ist, weil es ist ja eine Art Schlaganfall. So, das checkst du ja gar nicht. Du denkst, ja, wenn dann ein Sonnenstich, das kennen wir ja auch, ne? Dann musst du ein bisschen kotzen, hast du Schüttelfrost und dann ist auch gut. Aber ein Hitzeschlag ist ja wirklich eine Überheizung oder Überhitzung von deinen ganzen Zellen. Und du bist ja quasi am Kochen und dein System bricht so ab. Also ne, das ist je nachdem, und irgendwann kriegst du ein Hirnödem, mitten in der Nacht meistens, wenn du schläfst, und dann bist du tot. Und dann habe ich irgendwann nach 4 Monaten, wache ich irgendwann auf und denke so, oh, da bin ich ja wieder. Also ich war wirklich 4 Monate wie in so einem Nebel. Und habe es nicht so richtig gemerkt. Ich habe nur gemerkt, ich bin müde, ich kann meinen Text schwer lernen und auch so auf Regieren war ich immer so, ah, okay, ja. Ja, Ines, mehr Energie, mehr Energie. Und ich so, ah, da habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Ines, mehr Energie. Ja. Es war eher so, oh, Mama, ein bisschen weniger. Und, so, und es war richtig krass. Also das war letztes Jahr für mich echt sehr prägend. Auch weil ich natürlich im Nachhinein mich über mich ärgere, dass ich doch wieder in einer Situation war, wo ich was gefährlich war einfach für mich. Ja, und da denke ich, da muss ich manchmal vielleicht ein bisschen zickiger sein und so ein bisschen diebenhafter und sagen, Leute, ich drehe bei diesen Temperaturen nicht. Und dann ab in den Bungalow und sagen, nein, hol mich, wenn es 10 Grad kälter ist. Weißt du, sowas. Das ist so, wo ich so, oh, Ines, sei nicht immer so, ja, wir kriegen es schon hin. Und ich habe mir ja so Sorgen machen, die anderen, ja. Das ganze Team, ich denke immer so, oh Gott, die Armen, denen geht's so schlecht. Und selber, was? Wenn du gerade so Filmprojekte ansprichst, dann bin ich auch schon bei der letzten Frage. Welche Projekte stehen denn jetzt demnächst für dich an in diesem Jahr? Gibt es wieder was in Berlin oder geht es wieder weiter weg? Nee, also meine Projektion, also mein, was ich mir wünsche, ist natürlich ganz viel in Berlin. Und ich habe auch jetzt schon angefangen, ich bin jetzt in Vorbereitung für das nächste Projekt, worauf ich mich sehr freue. Das ist mit einem Regisseur, mit dem ich schon mal gedreht habe, den ich sehr mag, Edzard Onneken. Das spielt bei der Berliner Müllabfuhr. Aha. Ja, mit Uwe Ochsenknecht, das finde ich auch ganz cool, ist ein netter Typ. Und das wird, glaube ich, echt sehr lustig.